auch zu überleben, und das ist alles. Und der geht mit den Signalen genauso um wie wir. Das heißt, der hat gelernt, wie immer das geht. Das würden wir auch gerne noch erfahren, dass bestimmte Bedingungen, wenn es zu hell ist, dann geht er ins Dunkle. Wenn es irgendwo wehtut rechts, dann geht er nach links und ähnliches mehr. Und mehr ist nicht dahinter. Also das ist insofern geht es gar nicht darum, etwas zu verstehen. Ja, sondern das ist eine Reaktion auf die Umwelt. Und was wir eben lernen, die höheren Tiere sozusagen, ist, dass wir Gedächtnis vielleicht stärker ausprägen, dass wir uns andere Mittel schaffen, also der Mensch insbesondere durch sein zweites Gedächtnis oder sein drittes Dass wir in Gedächtnis. Gruppen zusammenleben, Genau. die nötige Ellenbogenfreiheit manchmal nicht gewähren. Also müssen wir uns kraulen und irgendwie den Stress abbauen. Wir haben eigentlich ein Riesenprogramm zu bewältigen, Ja, ja, genau. damit dieses Überleben, ja, in der höflichen Form geschieht, ja, Genau, in Übereinstimmung mit anderen geschieht. ja. Also insofern sind wir natürlich als Kollektiv eher überlebensfähig, als wenn wir als Individuen auf dieser Erde herumarbeiten würden. Eigentlich Angehörige der Schwarmintelligenz. Genau. Und das ist ja etwas, was ja auch die letzten Jahre verstärkt studiert worden ist, natürlich in der Biologie. Aber was man natürlich auch versucht, technologisch zu übertragen. Nicht, wenn wir jetzt an Roboter denken, dann gibt es natürlich inzwischen Schwarmroboter. Und die Vorstellung ist natürlich, dass dann eben auch mehr Roboter sozusagen eine Verrichtung sehr viel leichter erledigen können als nur einer. Also zum Beispiel, wenn man gerne Roboter im Bau einsetzen wollte, dann müssen die ja gemeinsam zum Beispiel einen Stahlträger tragen oder sowas. Und das erfordert natürlich schon eine Koordination und eine gewisse Eigenständigkeit und eine gewisse Kommunikationsfähigkeit und ähnliches mehr. Und so entwickeln wir auch unsere Systeme, dass es eigentlich nur drei Grundregeln gibt. Erstens, man muss Futter finden. Zweitens, man muss dem Jäger entkommen. Und bei biologischen Wesen, man muss einen Partner finden, um sich zu reproduzieren. Und anhand dieser simplen Regeln kann man eigentlich diese ganzen Systeme entwickeln. Das ist auch die Art, wie wir sozusagen unsere Animaten evolvieren. Es gibt eigentlich nur diese Grundregeln. Was würde den Paarbildung da entsprechen? Paarbildung lassen wir natürlich weg, Ja. weil wir für die Nachkommen sozusagen zurzeit selbstständig sorgen. Aber wenn Sie daran denken, dass natürlich ein Roboter im Prinzip seine Konstruktionspläne kennen kann und natürlich auch, wenn man so will, koppeln kann mit Computern, dass er sich re selbst reproduzieren kann, weil er die Maschinen ja im Prinzip bedienen kann, wäre das eine interessante Frage, Roboter zu haben, die sich selbst weiterentwickeln, also auch ihre Morphologie und ähnliches. Sie sprachen vom Myon. Ja. Und da gibt es eine Untersuchung der Evolution von Sprache. Ja, Wie macht man das? das ist ein europäisches Projekt, in dem der Luc Stiels also schon lange Zeit federführend ist. Und er hat bislang die Sony Aibo Roboterhunde benutzt. Die hatten ein visuelles System, was hinreichend gut war. Und die konnten sich auf ihren Hintern setzen und die Vorderbeine benutzen, um auf Dinge zu zeigen. Und die Fantasie war, wenn die nun darüber kommunizieren müssen, welche Gegenstände sie sehen, Untereinander oder mit dem, untereinander, ja. untereinander. Was für Laute würden die benutzen? Die konnten also beliebige Laute verwenden. Und die Frage war, wie entsteht Sprache in dem Sinne, dass die sich darauf einigen, bestimmte Laute für bestimmte Objekte, für bestimmte räumliche Eigenschaften zu entwickeln, wie links vorn, rechts vorn, vor und so und Farben. Und der Wie haben die das rote gemacht? Klotz, ja, die haben das gemacht. Und die grunzen dann und sagen bla bla blum zu irgendwas oder sowas. Und man sieht, dass in der Population das konvergiert auf so einen Begriff, wo dann alle Individuen den gleichen Laut, das gleiche Geräusch, wenn man so will, den gleichen Sound für ein und dasselbe Objekt benutzen. Und auch das gleiche für links und das gleiche für rechts. Und so Das entsteht. mendelt sich sozusagen heraus. Genau, im Evolutionsprozess. Das ist das, was den Luc so fasziniert hat. Und ich glaube, er hatte die Fantasie, dass er irgendwann auf so etwas wie die Urgrammatik stoßen wird, woran ich nicht glaube. Warum glauben Aber Sie da nicht dran?
Also ich glaube, dass Sprache etwas Lebendiges ist und dass man das nicht so... Nur in Gesellschaften, die so komplex sind, wie die menschlichen. Das ist nicht so einfach zu generieren aus einer Trivialität sozusagen. Identität, was bedeutet das? Identität ist auch eine interessante Frage. Natürlich könnten wir als menschliche Individuen darüber Auskunft geben, was wir glauben, was dazugehört. Die Frage ist... Was gehört dazu? Ich muss ich sagen können, ich muss mich abgrenzen können. Ich muss mich abgrenzen können, die klassische Definition, dass ich mich von der Umwelt abgrenzen kann. Man kann ja fragen, wo diese Grenze liegt eigentlich. Man kann das natürlich simpel über die Haut und die Reichweite der Sensoren definieren. Aber letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass wir mit unserem Körper, mit unserer Sensorik, mit unserer Bewegungsmöglichkeit bestimmte Hirnprozesse induzieren, die unter anderem auch dieses Selbstgefühl erzeugen. Das offenkundig notwendig war, evolutionär. Genau. Ja? Auch wenn es relativ fiktiv ist. Man kann ja Irrtümer da bemerken, dass einer seine Beine nicht will. Ja. Ja? Dass einer nicht dick sein, seinen Körper nicht leiden kann. Genau, das gibt es, wie wir wissen. Ja, dass einer sozusagen das an den Fingernägeln knabbert. Ja, das heißt, an der Ich-Grenze also Korrekturen vornimmt. Genau. Und was gehört jetzt zur Identität in diesem übergreifenden Sinne? Ja? Das ist für mich schwer zu sagen. Aber Sie haben ja vorhin von Überleben auch, ja? Genau. In einem Animaten gesprochen. Genau. Ja? Ich würde das zunächst mal nicht auf diese künstlichen Systeme übertragen wollen, wobei wir natürlich wissen, dass alle diese Begriffe Konstrukte sind, die uns auch sehr natürlich erscheinen. Dass man aber natürlich künstliche Systeme haben kann, meinetwegen, die sich bewegen, verhalten wie ein Käfer. Und da fragt sich denn, was ist anders bei denen? Gibt es für die eine Identität? Haben die Selbstbewusstsein, so wie wir uns verstehen? Oder ist das sozusagen nur ein Begriff, den wir erfinden können für etwas, was wir auch nicht genauer beschreiben können? Und was ist der Unterschied zu dem, was im Käfer vor sich geht? Und die Beispiele, die ich bislang selbst produzieren konnte, zeigen auch, dass es immer wieder viel einfacher ist, als auch ich mir vorgestellt habe. Und darum ist auch Myon interessant, weil das ein Roboter ist, der sozusagen in die Bereiche kommt, wo ich es interessant finde, weil der hat ungefähr 180, 160 Sensoren und hat 80 Motoren. Und da evolutionär ein Kontrollsystem zu entstehen zu lassen, das ist schon eine echte Herausforderung und da wird es spannend. Ja. Und das gehört aber als Verfassungssatz, als ein autonomes Gewissen sozusagen mitbekommen. Du sollst nicht an Wände stößen, und wenn du an eine Wand stoßt, bist du tot, wirst du abgestellt. Genau, und das ist sozusagen ein Trick für die Fitnessfunktion, weil das natürlich der biologischen Evolution nachempfunden ist. Man bewertet, also die erste Regel ist ja immer, dass man nirgendwo gegenstoßen soll. Und wenn man das als Fitnessfunktion kodiert, dann macht man das anders als ein Programmierer, der ja erklären muss, was eine Wand ist und ähnliches mehr, was ein Gegenstand ist, was hart, was weich ist. Sondern man sagt einfach, geh so lange geradeaus und so schnell wie möglich und wenn du irgendwo gegenstößt, bist du tot. Also irgendwann lernen die dann eben auszuweichen, die leben darum länger, kriegen darum eine höhere Fitness. Und warum wollen die länger leben? Was ist da der Grund? Das ist die Fitness, danach werden sie selektiert. Die Individuen sind sozusagen die Gehirne, die da evolvieren. Und der Roboter ist sozusagen immer derselbe. Der Roboter ist derselbe, aber das Gehirn wird dann ausgewechselt gegen ein besseres. Genau, das ist die Idee, weil mich das Gehirn interessiert. Ja. Und dadurch kriegen Sie auch die Beschleunigung, die Sie brauchen, genau. Um sozusagen die Evolution voranzutreiben. So ist das,